Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 23. September, zu einer neuen Folge. Wir haben wieder sehr interessante Neuigkeiten zu den deutschen Verkaufscharts, Tekken 8 und vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Den Anfang macht heute ein kleiner Blick zurück auf die Gamescom, denn auf der Opening Night Live kündigte Bandai Namco den dritten Ableger von Little Nightmares an. Besonders spannend dabei wird die Möglichkeit sein, mit einer weiteren Person online das Abenteuer im Koop bestreiten zu können. Bandai Namco CEO Arnaud Muller rechnet auch mit starken Verkaufszahlen, denn laut ihm werde man die Erwartungen der Fans in richtiger Qualität erfüllen. Zitat: Und wenn man das tut, dann ist man auf dem besten Weg zum Erfolg, so Muller. Auch der Schritt, den nächsten Ableger von Supermassive entwickeln zu lassen, erklärte Muller im selben Atemzug. Zitat: Wir haben sie ausgewählt, weil wir wussten, dass sie die IP umarmen würden und sie hatten diese Koop-Expertise, die wir in der nächsten Iteration der IP implementieren wollten. Obwohl Supermassive sonst eher an anderen Projekten arbeitet, dürfte die Entwicklung dennoch interessant werden, denn das Studio kennt sich sowohl mit Horror als auch mit Storytelling aus. Wir sind mal auf kommendes Jahr gespannt, wie sich Little Nightmares 3 dann spielen wird. Der Sommer ist vorbei und der November rückt immer näher. Daher ist auch der Release von Modern Warfare 3, dem nächsten Ableger des erfolgreichen Call of Duty Franchises, nicht mehr weit weg. Trotzdem werden bis zum Release noch ein paar Wochen vergehen. Was uns als Spieler im COD-Kosmos in den kommenden Wochen und Monaten an Content erwartet, haben wir jüngst anhand einer Roadmap zu sehen bekommen. Den Anfang wird wohl die Season 6 in Modern Warfare 2 und Warzone 2 kommende Woche machen. Für den 5. Oktober ist auch schon ein Livestream zu Modern Warfare 3 angesetzt. In dem Next Stream wird es dann wohl einen Blick in den Multiplayer des kommenden Ablegers geben. Schon in der Woche darauf wird auch die Beta gestartet. Vom 6. bis 10. Oktober dabei erstmals ausschließlich auf PlayStation, bevor dann vom 12. bis 16. Oktober auch die anderen Plattformen mitballern können. Ab dem 17. Oktober gibt es dann in Modern Warfare 2 und Warzone 2 das Event der Spuk, bevor dann am 2. November der Vorabzugang zur Kampagne ansteht. Ja, und am 10. November ist dann natürlich auch schon der finale Release. Nachdem wir nun einen Blick auf die nahe Zukunft geworfen haben, kommen wir nun mal wieder zur Gegenwart. Denn auch die hat Spannendes zu bieten. Zum Beispiel einen Blick auf die jüngsten deutschen Verkaufscharts. Dabei setzen sich zwei Neulinge in den PS5-Rankings direkt mal an die Spitze. Während sich der neue The Crew-Ableger mit seinem Urlaubssetting auf Platz 2 rast, prügelt sich der neue Mortal Kombat-Ableger direkt an die Spitze. Auf der Series-Liste steht nach wie vor Starfield an der Spitze, vor Mortal Kombat 1 auf der 2 und Motorfest auf der 3. Für die Last-Gen-Rankings wird es jetzt ein bisschen konfus. Denn während auf der PS4 GTA 5 nun die Pole belegt und somit Hogwarts Legacy den Platz einfach getauscht hat, ist es auf der Xbox One genau umgekehrt. Dort klettert Hogwarts von der 2 auf die 1 und GTA 5 von 1 auf 2. Auf der Switch rast sich Mario Kart 8 Deluxe wieder an die Spitze und verdrängt Fee Farm somit auf den zweiten Platz. Ein Blick ins Jahr 2021 zurück bringt uns die folgende News. Naja, zumindest für den Kontext. Denn vor rund 2 Jahren wurde vom französischen Studio Quantic Dreams das Action-Adventure Star Wars Eclipse angekündigt. Seitdem ist es aber ziemlich still um den Titel geworden. Dabei sei die Entwicklung seitdem von einigen Quellen als recht turbulent bezeichnet worden. Dennoch seien die Arbeiten nie eingestellt worden. Denn auf der aktuellen Tokyo Game Show hat das Studio mal wieder ein Lebenszeichen zum Titel gegeben. Demnach sei das Spiel laut Lisa Poncet, Vizepräsidentin für Marketing bei Quantic Dream, derzeit einfach noch nicht fertig. Der sonst gut informierte Insider Tom Henderson spricht davon, dass das französische Studio derzeit einen Release im Jahr 2026 anpeilt. Das könnte vermutlich an dem Problem liegen, nicht genügend Mitarbeiter an Bord zu haben. Denn das Studio kämpft mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung, übermäßigen Arbeitsbelastungen und einer toxischen Arbeitskultur. Naja, mal sehen, wann wir erstes Gameplay zu sehen bekommen und wann der finale Release ansteht. Ein anderer Titel, der diese Woche jüngst veröffentlicht wurde, ist Payday 3. Allerdings verlief der Launch ein klein wenig ungünstig. Denn während ich, wie alle anderen auch, am Donnerstag endlich um 17 Uhr auf Raubzüge starten konnten, haben wir ein paar Stunden nach Release ein großes Problem gehabt.
denn die Server schienen nicht ganz mitzukommen und haben sich wenige Stunden nach Veröffentlichung des dritten Ablegers einfach abgeschaltet. Schnell gab es auf dem offiziellen Twitter-Account auch von den Entwicklern schon den Hinweis zu den Serverproblemen. Also hat sich das Team in einer spontanen Nachtschicht an die Problemsuche und Lösung gemacht. Und gestern Nachmittag sind die Dienste für das Matchmaking dann nach und nach auch wieder online gegangen. Also kann inzwischen wieder geplündert werden. Den Abschluss unserer heutigen News macht ein weiteres Beat'em-up-Spiel. Denn während Mortal Kombat 1 jüngst seinen Release feiert, steht im Januar die Veröffentlichung eines direkten Konkurrenten an. Tekken 8. Und auf der Tokyo Game Show gab es jüngst einiges an Infos zum Prügelspiel von Bandai Namco. Rund 2 Stunden lang gab es nämlich neue Eindrücke. Unter anderem auch erstmals Eindrücke zur Story. Zu Beginn kommt es natürlich wieder direkt zu einem hitzigen Kampf zwischen Jin und Kazuya, bevor wir dann erfahren, dass jeder der 32 Kämpfer in Tekken 8 eine eigene Story haben wird. Ansonsten gab es auf der Tokyo Game Show aber auch einen guten Überblick zu den Spielmodi. So gibt es zum Beispiel den Arcade Quest-Modus, welcher uns die Grundlagen des Spiels beibringt. Im Super Ghost Battle gilt es dann, seine Kombis weiter zu verbessern, während wir gegen die Geister anderer kämpfen und so auch deren Stärken und Schwächen besser kennenlernen. In der Tekken Fight Launch können wir nicht nur mit anderen Spielern interagieren, sondern auch auf etliche Modi und den Shop zugreifen. Eine besondere Erwähnung ist auch der wiederkehrende Tekken Ball-Modus wert, denn dieser bringt den beliebten Beachball-Modus aus Tekken 3 wieder. Und natürlich gibt es auch den Online-Modus. Dort können wir entweder schnell ein Match suchen, selbst eine Gruppe aufmachen oder uns in Ranked mit anderen messen. Wer sein Gameplay dann nochmal im Nachhinein analysieren will, um besser zu werden, für den gibt es die Replay-Funktion. Darin sind auch Tipps implementiert und eine Funktion, die uns nicht nur das Spiel zurückspulen lässt, sondern auch für 10 Sekunden auch nochmal die Kontrolle an uns übergibt. Wer die gesamte 2-stündige Präsentation nochmal sehen will, für den gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Ja, und den könnt ihr natürlich auch gleich anklicken, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Bevor ihr uns aber verlasst, lasst gerne noch eure Meinung zu unseren heutigen Themen in den Kommentaren da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Ihr könnt natürlich auch gerne noch einen Like auf YouTube dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr keine Newsfolge mehr verpassen wollt, dann lasst auch einfach direkt ein Abo bzw. Follow da. Und wer bei YouTube zuschaut, der kann natürlich auch noch die Glocke aktivieren, dann gibt es bei neuen Uploads nämlich immer direkt Bescheid. Die nächste Newsfolge gibt es übrigens am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.